Angst vor Ablehnung. Heute ein kurzes Video, wie du die Angst überwindest, von anderen abgelehnt zu werden. Es macht ja ganz viel mit einem, wenn wir Angst haben, in der Gruppe abgelehnt zu werden, sei es auf der Arbeit oder es passiert leider auch sehr oft in Ehen, in den Familien, dass wir uns lieber anpassen, Kopf runter, das tun, was andere sagen, aus Angst abgelehnt zu werden, weil, und oft merken wir es noch nicht mal, viele merken das noch nicht mal, dass sie Angst haben, abgelehnt zu werden und deshalb all das tun, was der Partner von einem verlangt oder was der Chef verlangt oder was die Kollegen, ne, wo auch immer. Ich lehne mich selbst ab, deshalb suche ich nach Akzeptanz bei anderen. Problem ist nur, solange ich mich selbst ablehne, werde ich nie jemanden finden, der mich akzeptiert. Ich werde ständig abgelehnt und ich werde immer wieder unterdrückt. Das Witzige ist, auf unterbewusster Ebene riechen wir Menschen das schon. Wenn einer es gerne mit sich machen lässt, nicht gerne, niemand lässt es gerne mit sich machen. Wenn jemand Angst hat vor Ablehnung, wird er immer jemanden finden, der ihn ablehnt, beziehungsweise der das ausnutzt und mit der Angst spielt. Ich gehe mal ein Beispiel eine Ehe rein. Die Frau macht alles für den Mann. Egal was er sagt, also ob sie das Haushalt ist, kochen, egal was, ja, obwohl sie es eigentlich gar nicht möchte. Bei ihr ist auch die Angst da, abgelehnt zu werden, weil sie es nicht gelernt hat, sich selbst zu respektieren, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst zu lieben. Das sind nicht charakterschwache Menschen oder so, weil manche sagen, ja, die ist auch charakterschwach. Nein, sie hat das einfach als Kind so gelernt. Deswegen macht sie es im Erwachsenenalter weiter. In der Kindheit hat sie gelernt, Opfer zu sein von Umständen und abhängig zu sein von anderen. Und wenn wir dieses Muster in der Kindheit kreieren, beziehungsweise wir kreieren es nicht, da können wir ja nichts für, wir sind einfach da aufgewachsen. Wenn wir unbewusst bleiben, dann nehmen wir dieses Muster mit in Partnerschaft und Beziehung, dass wir abhängig sind und dass wir opfermäßig, das hört sich jetzt auch voll herablassend an, ist aber nicht so gemeint, aber nur um das Bild zu malen, dass ihr versteht, was ich meine. Und so ist sie dann bei ihrem Ehemann genauso abhängig und hat Angst, dass er vielleicht die Rechnung nicht zahlt und sie kann sich finanziell nicht um die Kinder kümmern. Deswegen macht sie, was er sagt, obwohl sie eigentlich total platt ist und nicht mehr kann. Was kann ich da jetzt machen? Ja, was kann ich da jetzt machen, wenn ich da so in der Scheiße stecke und Angst immer habe vor Ablehnung und deswegen immer freundlich bin, immer helfe, immer für jeden da bin, nur nicht für mich. Manche denken, ich muss jetzt selbstbewusster sein und auch mal Nein sagen können, aber es ist schwierig, wenn dein Charakter so noch nicht geformt ist. Das kannst du aber von einer anderen Seite. Du kannst von einer anderen Seite starten, deinen Charakter zu stärken, indem du erstmal anfängst, Schritt für Schritt, dich selbst zu akzeptieren, dich selbst zu respektieren, dich selbst zu lieben. Und das sind dann kleine Schritte. Das kann im Alltag können das kleine Schritte sein, dass du dir mal Ruhe erlaubst, dass du dir mal ein Bad gönnst, dass du dir schöne Kleidung gönnst. Schau bei dir im Leben, was gönnst du dir nicht? Und hier geht es nicht darum, Geld auszugeben, dir was zu kaufen, sondern für dich selbst. Wo respektierst du dich nicht? Kannst du anfangen, dich zu respektieren? Es kann sein, dass du denkst, ich bin dumm. Ja, das heißt, du respektierst dich nicht, weil du denkst, du bist dumm. Wie kannst du jetzt anfangen, dich selbst mehr wertzuschätzen für das, was du bist? Wenn du dir klar machst, wir sind hier geboren als richtig, als ganz, wachsen dann auf und lernen, dass wir fehlend sind, falsch, dumm, nicht gut genug. Also stimmt das ja alles nicht. Wie kann ich jetzt zurück zu meinem inneren Kern und anfangen, mich, meine Seele und diesen Körper zu lieben, so wie er ist? Es wird von der Gesellschaft natürlich sehr schwer gemacht. Nur schlanke Menschen sind gut, die sind fleißig, die sind diszipliniert. Ein paar Gramm mehr an der Hüfte oder am Bauch, schon bist du abgestempelt. Und das Schlimme ist, dass wir uns selbst abstempeln. Ich mache das manchmal auch unbewusst bei mir. Sobald ich zunehme, fange ich an, mich abzustempeln. Aber warum? Weil ich nicht in die Form passe. In die Form dessen, was wir halt haben wollen. Ja, das ist ja ungesund, Übergewicht, bla bla bla. Menschen sind aber verschieden. Wenn wir uns Urvölker anschauen, gibt es auch da Menschen, die so ein bisschen mehr Gewicht haben. Die sind nicht alle 90, 60, 90 mit den Maßen, so flacher Bauch und so und runder Po und keine Ahnung. Kann ich einen Weg finden, mich so zu lieben, wie ich bin? Damit ist schon der erste Schritt getan, um diese Angst vor Ablehnung abzulegen. Weil wenn du anfängst, dich selber zu mögen, so wie du bist, und das geht halt nicht innerhalb von einer Stunde, das dauert ein bisschen. Ja? Wenn du jetzt 30 bist, hast du 30 Jahre lang gelernt, dich zu hassen. Dann kannst du nicht innerhalb von 2 Tagen anfangen, dich zu lieben. Das ist ein Prozess, da dürfen wir uns Zeit lassen. Und wenn du an den Punkt gekommen bist, dass du dich wirklich selbst respektierst, dich selbst liebst, dich selbst akzeptierst, wie du bist, dann lässt du es nicht mehr mit dir machen, dass andere dich schlecht behandeln. Und du machst es dann aber aus einer
aus einem Zustand heraus, dass die anderen das auch akzeptieren, wenn du sagst, stopp, Junge. Wenn jemand sich selbst immer noch nicht akzeptiert und den Tipp kriegt, ja, mach den Mund auf, du musst sagen, nein, mach das selbst. Wenn du es aus diesem Zustand heraus machst und du akzeptierst dich selbst nicht, wird der andere deine Energie spüren und dich weiterhin unterdrücken. Deshalb ist diese innere Arbeit so weitaus wichtiger als das, was du sagst. Weil das, was du sagst, dahinter steckt die Energie und die Energie merken wir. Ja? Deshalb finde einen Weg, dich selbst zu akzeptieren für das, was du bist, für deine Vergangenheit, für alles, für alles, für alles, für deinen Körper, für all das, was dich ausmacht. Dich zu akzeptieren, zu sagen, das ist gut, so wie es ist, auch wenn es mir nicht gefällt, auch wenn ich es nicht perfekt finde, aber ich mag mich trotz alledem, so wie ich bin. Und wenn du dann an diesen Punkt gekommen bist, dich selbst zu lieben und zu respektieren, wirst du automatisch selbstverantwortlicher sein für dich selber. Das heißt, du bist nicht mehr so ausgeliefert anderen. Du wirst dann Wege finden, wenn du zum Beispiel kein Geld hast, abhängig bist von deinem Mann und der dich fertig macht, wirst du anfangen, von selbst aus einen Weg zu finden, wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich mich mehr um mich selber kümmern? Wie kann ich unabhängiger werden? Und das ist ein Prozess, das ist wunderschön, wie so ein Schmetterling, ne? Wie eine Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Du wirst merken, dass du von deiner Persönlichkeit dich veränderst und dass andere das nicht mehr ausnutzen können, dass in dir diese Schwachstelle ist, dass ich nicht Nein sagen kann, dass ich Angst habe, abgelehnt zu werden und deshalb immer alles mitmache. Und das Beste ist, wenn du an den Punkt kommst, dass du abgelehnt wirst, tut es dir gar nicht mehr so weh. Ist dir egal, wenn die anderen sauer werden, weil du in dir sicher bist, weil du dich selber magst. Und das ist eine innere Stärke, die dir keiner mehr nehmen kann. Weil abgelehnt können wir immer werden. Ja? Wir können es nicht vermeiden, abgelehnt zu werden. Viele versuchen es zu vermeiden durch schöne Klamotten, durch immer Ja sagen. Du kannst es nie vermeiden. Was ist das für ein schöner Punkt, wenn du weißt, ich habe die innere Stärke, wenn mich einer ablehnt, das ist sein Problem, nicht meins. Ich bin für mich selbst verantwortlich, ich bin nicht abhängig und ich mag mich so, wie ich bin. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Jederzeit bin ich auch gerne bereit, dich persönlich zu begleiten. Schau mal unten auf meiner Webseite, da gibt es weitere Informationen, da können wir schauen, ob wir zusammen arbeiten können. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zum nächsten Video.